Hallo Tox Family, wir starten in eine neue Woche mit einem Frühstück und einem vielbeschäftigten Cheyenne da hinten. Ein sehr vielbeschäftigter. Der hat wieder super Laune heute Morgen. Montag, ich dachte mir so, Wetter gut, wir haben schon Sport gemacht. Und jetzt steigt ihm sein Stress wieder zu Kopf. Ich zeig's euch mal von nahem Moment. Seht ihr das? Das ist das Gesicht eines Mannes, der das Gefühl hat, dass er überfordert ist. Mm-mm. Was? Mm-mm. Es ist Montag, 500 Mails, Nachrichten. Egal, gute Laune. Hab gute Laune. Ich hab gute Laune. Komm, wir machen es wie immer. Gib mir ein A. A, für was, Schatz? Keine Ahnung, wieder? Mann. Okay, gib mir ein G. Für was G? Gib mir ein G. G. Gib mir ein U. U. Gib mir ein T. E. Gib mir ein E. E. Gib mir ein L. Gute Laune. Ja! Come on. Hier seht ihr eine Oma, die versucht, eine Helene zum Schlafen zu bringen. Oma, bist du erfolgreich? Dann sehen wir uns gleich beim Frühstück. Hey Fräulein, weißt du, auf was ich mich heute am meisten freue? Was denn? Wenn du bei deinem Rückbildungskurs bist und ich bin alleine mit meiner Tochter. Ja, weil du nie alleine mit ihr bist, gell? Das ist ganz anders, wenn man alleine mit ihr ist, dann hat man so ein Gefühl von Verantwortung. Ja, so. Und letztens, wo du weg warst, hat sie voll geheult, also du warst kurz weg, ja. Dann hat sie voll geweint und ich dachte mir, nein, ich muss jetzt alleine beruhigen, wir brauchen jetzt nicht die Mama terrorisieren. Also es ist ein cooles Gefühl, wenn man die Person ist, die sie beruhigt, gell? Das gibt einem so ein gutes Gefühl, man fühlt sich dann einfach, wie sagen wir so schön, als hätte man sein Leben im Griff. Als hätte man sein Leben im Griff. Ah. Was soll das denn? Es ist so unnötig, Mann. Ich hasse sowas, das weißt du. Hast du dich erschrocken? Boah, nein, ich hab mich erschrocken, aber es macht mich aggressiv, das weißt du, Mann. Echt? Nicht echt. Ich liebe es, wenn du aggressiv bist. Du bist nicht witzig. Komm, eins gegen eins. Komm. Ich gewinne. Oh, bitte lass los. Frau Togan, erzählen Sie bitte von Ihrer Experience beim Rückbildungskurs. Ist es besser als mit mir morgens? Nein, oder? Mit dir macht alles mehr Spaß, aber ich muss sagen, es war anders. Es war anders, als wenn du so ein YouTube-Video anguckst, weil die erklären dir viel mehr so auf Anspannung und richtige Rückbildung hin, weißt du? Und eine Stunde lang haben wir das gemacht. Sogar länger. 1 Stunde 15 Minuten, das war schon lang. War anstrengend? Ja, nee, gar nicht. Eben das war es eben nicht. Du schwitzt nicht, sondern du machst wirklich nur so Anspannungsübungen für deinen Bauch, für deinen Beckenboden. Es ist so richtig für die Rückbildung gedacht. Darf ich dir was sagen? Hm. Ich habe meine Prinzessin so vermisst. Glaube ich dir. Glaube ich dir. I need you. Wir waren alleine. Wir haben so schön Zeit verbracht. Ich habe gerade für uns gekocht und es sieht so gut aus. Ich muss es euch unbedingt zeigen. Schaut mal. Das ist einfach Hähnchen mit Teriyaki und Hoisinsauce. Dann gibt es Mango mit süß-sauer. Ein Gurkensalat mit so Sojasauce und Sesamöl und so. Avocado mit Sushi-Mayo. Das wird jetzt gefetzt. Guten! Auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du mein Essen? Es schaut geisteskrank aus. Was hast du wieder gemacht, Schatz? Habe ich gerade erklärt. Hast du zugehört? Nee, ich habe es nicht gehört. Okay, ich erzähl's dir gleich nochmal. Ich fühle mich, als wäre ich in einem asiatischen Restaurant. Kannst du mal probieren? Können wir dir so ein Restaurant aufmachen, so Asia Bowl? Ich liebe asiatisches Essen. Wow. Er macht den Face Rock Walk. Wow. Schatz, weil du heute so gut gearbeitet hast, ja, gibt es eine Belohnung. Eine Belohnung? Ja. Was kriege ich? Das sage ich dir noch nicht. Du kochst heute, du putzt die Bäder, du singst mir was vor. Ich sing dir was vor, ja. Ich glaube, ja, das willst du eigentlich gar nicht. Doch, ich war in der Schwangerschaft und war sehr beruhigend und bin dabei eingeschlafen. Was ist es denn? Ich möchte es wissen, bitte. Sag ich dir nicht. Na gut, wann gehen wir? Oder ist es hier zu Hause? Oder wir gehen in 15 Minuten. In 15 Minuten? Mach dich fertig. Okay, was soll ich anziehen? Sportlich. Gehen wir ins Gym, oder was ist das deine Überraschung? Ja, richtig. Spaß mit Helen, oder? Ja. Also sie kommt auch mit? Sie kommt auch, ja, mit. Natürlich kommt sie mit. Nein, nee, sie bleibt hier, Schatz. Wir lassen sie kocht uns noch was zu essen, auf jeden Fall, bis wir wiederkommen. Oh, und schaut Gott, dann vielleicht noch eine Folge Gossip Girl. Schatz, diese Tage werden auch irgendwann kommen. Dann ist sie 16 und sie sagt, Mama, ich mach Nudeln, bis wir wieder. Ich komme nicht mit euch mit. Ich habe keine Lust, jetzt rauszugehen. Ich bin zu Hause. Oh mein Gott. Wir sind jetzt auf dem Weg zu meiner Überraschung. Wir fahren hier durch Wald und keine Ahnung was, irgendwelche Landstraßen. Ich zeige euch das gleich. Ich habe wirklich absolut keinen blassen Schimmer, was wir jetzt machen und warum wir diese Strecke fahren. Wir aber sind einen Umweg gefahren, damit wir diese Strecke fahren. Ach so, also hätten wir gar nicht so fahren müssen oder was? Schaut euch den an, der versucht mich zu verwirren. Aber ich zeige euch mal, wie es hier draußen aussieht. Moment. Also es ist wirklich Ortschaft für Ortschaft. Und dann kommt immer so, Schatz, kommt immer so ein Feld. Ein Tulpenfeld. Ich pflück dir jetzt Blumen. Oh mein Gott, wie schön. Wirklich? Das war nur ein Scherz. Deine Überraschung ist viel schöner. Schatz, was ist deine Überraschung? Wir sind beim Chiropraktiker und ich werde eingerenkt und mein Kiefer wird auch endlich wieder eingerenkt.
Schatz, jetzt wird gleich dein Kiefer eingerenkt. Oh mein Gott, ich habe so Angst, aber er hat schon meinen Kopf geknackt und mir geht schon viel besser. Ja, richtig gut. Und Kiefer einrenken, weißt du, was heißt, oder? Ach. Da sind zwei. Halt zu zweit mein Kiefer festmachen, so krack. Oh, oh. Ich versuche mal den Sound mit aufzunehmen, oh okay? Gott. Okay. Und was machen wir jetzt, Schatz, wieder nach Hause fahren? Nee, jetzt habe ich noch eine zweite Überraschung für dich. Wie eine zweite Überraschung? Und zwar musst du heute nicht kochen. Gehen wir was essen? Wir fahren jetzt was essen, ja. Oh mein Gott, ich freue mich. Schatz, guck mal, du liebst auch Brokkoli, oder? Schatz, bitte mach das weg. Ich bitte dich, bitte. Er hat so ein krasses Trauma von Brokkoli. Mama, wieso hast du Brokkoli gemacht? Für wen? Für mich. Wie? Charla. Ja. Das muss woanders sein. Burda Yemi Jackson Diabana, ich darf das hier nicht essen. Warum? Weil er kein Brokkoli mag. Achso, ich weiß. Er hat in der Kindergarten auch ja. gar nichts gegessen. Ja. Und dann, ich habe immer mit Frau Rammel gekämpft. Wegen dieser Brokkoli. Sie erinnert sich einfach an die Rammel. Ja. Das ist 30 Jahre her. Krass. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, ich führe dich zum Essen aus. Jetzt sind wir bei meiner Mama. Perfekt, ich sehe schon richtig Gemüse. Alles, was ich zu Hause nicht essen darf, weil du es nicht isst. Oh mein Gott, was haben wir denn hier? Wir haben endlich eine Schlafcouch. So das heißt, cool. Das kann jemand bei uns übernachten. So cool. Und ich finde die wirklich richtig schön. Schau mal den Stoff an, Schatz. Bitte sag's mir, wer hat sie ausgesucht? Du hast sie ausgesucht und ich wollte nicht auf dich hören. Ich wollte eine andere nehmen. Und jetzt bin Kannst du auf meine Schulter klopfen? Ja. Dankeschön. Ich finde die super. Hey Matt, guck mal, jetzt musst du gar nicht mehr nach Hause gehen. Jetzt kannst du einfach auf dem Ding da schlafen. Ich liebe das Ergebnis. Schaut wow. So schön aus. Mega, passt einfach perfekt hier rein, Schatz. Super. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ab jetzt, wenn ich schnarche, kannst du einfach zu mir sagen, geh auf die Schlafsofa. Ja! Ich weiß nicht warum, aber ich schnarche in letzter Zeit. Ja, du schnarchst echt viel. Hill und ich haben ab jetzt das Bett für uns alleine. Hier ist dein neues Bett. Nein, herzlichen Glückwunsch! Ich vergiss es, kein Schatz. Das ist Helens Bayram-Outfit. Das sieht so süß aus. Ich liebe es. Sie trägt ja so selten Kleider, weil ich immer will, dass sie es gemütlich hat. Und Tante Celine ist heute auch da. Was machst du heute hier? Ganz viel Wäsche aus dem Schrank geholt, weil Madame wächst wie weiß ich nicht was. Ja, ist echt krass. Und die frisch gewaschene Wäsche wieder einräumen, damit es auch Ordnung hat, weil ich kann es halt einfach besser, ne? Ja, das stimmt. Hast du die 56er jetzt schon endgültig weggetan oder was machen wir jetzt? Ja, passt alle. Ja. Bis auf die Sachen, wo wir wissen, dass sie passen können. Aber Madame hat so lange Beine. Ja, das stimmt. Zeig mal. Es sich minimiert hat. Das ist jetzt der Rest 56. Ja, alles, was halt gerade noch passen könnte. Und dann geht's los. Schau mal, was für süße Kleidchen wir für den Sommer schon haben. Zeig mal bitte. Oh, wir haben hier richtig süße Sachen. Oh, die sind so schön. Das ist die Mama. Das habe ich gekauft. Das habe ich. Mein Lieblingskleid ist tatsächlich das hier. Echt? Ja. Sie redet mit. Ja, sie findet es auch gut. Heute ist bei uns Bayram, also Zuckerfest. Ich habe mich jetzt gerade schon fertig gemacht. Wir wollen nämlich den Tag mit Cheyennes Familie verbringen. Mal gucken, ob meine Familie überhaupt morgen auch Zeit hat. Mein Papa arbeitet nämlich super viel. Und ein Großteil meiner Familie ist gerade in der Türkei. Aber wir machen auf jeden Fall das Beste draus. Denn ja, an Bayram verbringt man einfach Zeit mit der Familie, mit seinen Liebsten. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. An Bayram gibt es übrigens Geschenke. Das hier sind eure Geschenke. Es gibt ein blaues iPhone, ein rosanes iPhone. Es gibt ein iPad, ein MacBook Air und zweimal die AirPods Max. Ich bin sehr gespannt, wer von euch die bekommt. So, Schatz, heute richtig klassisch türkisch Bayram. Ich freue mich voll. Richtig gesund. Richtig leckeres Essen hier bei meiner Oma. Endlich mal. Bei dir gibt es immer nur trockene Sachen. Pizza, Burger, Pasta. Ich kann nicht mehr. Ich brauche ein bisschen Vitamine. Jetzt gibt es Vitamine. Genug Vitamine. So, Mama, zeig mal, was du hier für die Helen zu Bayram gekauft hast. Einmal ein Kleidchen. Ja. Einer Leggings. Wow. Das ist mein Favorit übrigens. Dann haben wir meiner nicht. Das ist mein so Favorit. Die Farbe ist süß, gell? Das ist Aprikose einfach. Ja, wow. Das war ihr altes Kinderzimmer, die ja, Farbe. Richtig schön. Und dann haben wir hier noch ein Höschen. Ein Oberteil. Höschen. Das ist so. Das ist ein Strampler. Strampler. Ein Strampler. Das ist so. Strampler hat doch Füße, das ist ein Overall. Ja. Kann ich mitreden. Es ist schön. Es ist das perfekte Sommeroutfit. Ja, ja. Und das kann man auch mit einem Kurzarmbody anziehen, genau. Wenn es warm ist. Genau. Richtig schön. Toll. Dankeschön, Omi. Danke, Oma. Bitteschön. Übrigens hat heute Morgen meine beste Freundin uns geschrieben, dass wahrscheinlich der Kleine auf die Welt kommt. Ich bin so gespannt, ob er heute weißt, kommt, ob er morgen Bescheid kommt. Geben müssen? Bescheid geben wir? Ja, dass er kommt. Wem?
Helen. Ich hab's dir schon gesagt. Ich hab heute Morgen zu ihr gesagt, dein Freund kommt bald auf die Welt. Ah. Und dann hat sie mich angelacht. Dann haben wir wieder so ein kleines Baby in der Hand. Das ist so cool. Die werden einfach viel zu schnell groß. Und jetzt kommt noch mal einer, der noch mal so ganz klein ist und so macht. Boah, das wird echt süß. Ich freue mich richtig für die beiden. Ich auch. Guck mal, wir haben einen neuen Spiegel im Eingang. Der ist so wunderschön. Der sieht so cool aus. Ich liebe ihn wow, einfach. Wow, mit Licht. Ja, perfekte Entscheidung. Das ist wie dein Schminkspiegel, Schatz. Man kann ihn unten anmachen. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Man muss sich halt bücken. Aber oh, mein Hosenstall ist aufgegangen. Upsi. Was gibt's zu essen heute, wir Schatz? Wir machen heute Tacos. Mhm. Aber was noch viel spannender ist. Was denn? Dass Lisa in den Wehen liegt. Oh ja. Und wir machen jetzt erstmal Tacos. Mhm. Und essen schön. Achso, wie sagt so? Ich bin so Banane, als würde ich ein Kind sein. Das ist unglaublich. Den ganzen Tag schon bin ich wie. Wolltest du vielleicht mit dem Flaschenöffner die Avocados schälen? Ja, ich wollte mit dem Flaschenöffner Avocados schälen. Auf geht's. Lecker. Ich freue mich so krass, Schatz. Du hast gar keine Ahnung. Ich habe so Hunger. Ich auch. Sieht so gut aus. Wow, hast du super gemacht. Danke. Wie war ich als Gehilfe? Mangelhaft, aber dafür hatte ich andere Hilfe. Super. Natürlich darf eine Nachspeise nicht fehlen. Ich habe das Gefühl, wir ernähren uns langsam nur noch von Zimtschnecken, kann es sein? Schatz, hast du die in der Mitte durchgeschnitten? Hä, warum denn nicht? Hä, das macht man doch nicht. Hä, warum? Wir wollen doch teilen. Wir sind 4 Personen, jeder möchte doch vielleicht ein Stück von denen essen, die es nur einmal gibt. Damit ich esse nur mal das Außen, damit ich am Ende das in der Mitte essen kann. Wirklich? Ja. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich Cheyennes Träume kaputt gemacht. Du hast meinen Zimtschneckentraum kaputt gemacht. Du kannst ja die ich zerschnitten habe, trotzdem ganz nehmen. Da ist noch eine, die ich gar nicht zerschnitten habe. Die kannst du ja haben. Schatz, du hast einen Bruder. Du musst doch wissen, wie man teilt. Ich teile sehr gerne, aber ich teile nur sinnvoll, Schatz. Und eine Zimtschnecke, in der das Mitte ist einfach das Mitte, das Schönste. Und das mit, die Mitte durch 4 zu teilen, dann gibt's keine Mitte mehr. Das stimmt. Oder? Nein, oder es gibt 4 Mitten. Es gibt 4 1/4 Mitten. Man muss die Dinge im Leben positiv sehen. Es gibt 4 Mitten, nicht keine Mitte. Es gibt 4 1/4 Mitten. Guten Morgen im Hause Togan. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Ja. Irgendeiner von uns singt das falsch, aber wer? Du. Nein, weil ich habe ja mein eigenes Lied. Guten Morgen, kleine Helin. Guten Morgen, mein kleines Bananchen. Sie ja. Ist ganz genau, dass sie das für sie singen. Was steht heute an? Heute steht an, wir kaufen uns Bettwäsche. Wir haben keine Bettwäsche, Schatz. Ja, es nervt mich so. Ich ziehe mir die ganze Zeit so 80x80 Bezüge auf so ein normales Kissen. Wie sieht das aus? Vor allem, wir waschen die morgens und machen die abends wieder dran. Ja. Wir kaufen uns jetzt Bettwäsche. Ja, und welche, die passt. Welche, die wirklich passt auf das, was wir haben daheim. Ich hasse es, wenn Bettwäsche zu klein ist und ich kämpfe mit diesen Ecken, Mann. Oder sie ist zu groß und man klappt das so hässlich um. Tox Family, wir machen einen Ausflug. Wir machen einen Familienausflug. Wir wollten eigentlich schon um 3 Uhr los. Jetzt ist es wie viel Uhr, Schatz? 5:30. Boah, echt? Viertel vor 6. Hi, Jim. Alles gut, mein Schatz? Oh Gott. Ich dachte nicht, dass es schon so spät ist. Ich dachte, wir genießen unseren Freitag. Das hat auf jeden Fall nicht egal, aber der Tag war trotzdem schön. Wir waren heute produktiv, wir haben viel geschafft. Und jetzt gönnen wir uns ein leckeres Essen. Schatz, ist aus unserem Ausflug ein Date geworden? Oh mein Gott, ich wollte genau sagen, wer hat gesagt, man kann kein Date mit Kind haben? Wir haben ein richtiges Date. Wir haben Date. Ein richtig schönes Date hier. Ja, zu dritt. Das ist unser und erstes richtiges Dreier-Date, oder? Waren wir schon mal so essen abends mit ihr zu dritt? Ich glaube nicht, nein. Oh mein Gott, das ist unser erstes Date, Schatz. Oh mein Gott. Also bei mir gibt es richtig lecker Gründer-Carpaccio. Und was gibt es bei dir, Schatz? Avocado-Flusskrebs-Salat. Boah, das hört sich richtig gut an. Ich glaube, das schmeckt auch richtig gut. Das sieht zumindest gut aus. Darf ich probieren? Ja klar, hä? Was ist das für eine Frage? Taste Test? Erst probierst du. Wie schmeckt's? Gut? Schatz, ist genau mein Geschmack. Perfekt. Hammer. Schatz, vorbei mit Date, lass mal flüchten, mir ist endkalt. Mir ist auch kalt, aber es ist ultra witzig. Also, ich habe gerade so schnell gefetzt, weil wir dachten, Helen flippt gleich aus und jetzt schläft die einfach. Ey, wir haben dieses Essen einfach, ich schwöre dir, in 5 Minuten gegessen. Jetzt schläft mein kleiner Mund Prinzessin. Brennt. Von was? Vom Essen, weil es so heiß war. Ach so. Schön in den Abschluss noch ein Kaffee und... ein kleines Törtchen. Das sind keine Törtchen, Schatz, das sind... das ist Brownies. Mini-Küchlein. Das sind Brownies, Schatz. Stimmt, sieht aus wie Brownies. Probier mal, wie es schmeckt. Boah, ist weich.
Wow. Sie haben es schon wieder getan und sind an einem Samstag in die Stadt gefahren. Alles wegen dir, Schatz. Wegen mir? Du hast gesagt, gehen wir in die Stadt. Immer ist alles meine Schuld. Schatz, Samstag in die Stadt bei dem Wetter ist Krise. Es cool aus. Wieso habe ich nicht dran gedacht? Keine Ahnung. Normalerweise hätte ich schon gesagt, lass uns das nicht machen. Ich weiß. Aber da wir ja Stress mögen und Anstrengung mögen, haben wir es trotzdem durchgezogen. Der einzige Vorteil ist, wir haben Zimtschnecken. Gleicher Gedanke. Mal bitte, was für ein cooles Outfit die Helin heute trägt. Schatz, das sieht so cool aus. So eine coole Socke bist du. Richtig coole Socke. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber der Chayan lebt gefühlt beim Friseur. Deswegen sind wir schon wieder beim Friseur. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Muss sein, Schatz. Was muss sein? Warum? Schau mal meine Seiten an. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir sind auf 83. 83 gleich? Oh, das ist viel. Mittlerweile Standard, wenn ich Haare schneiden gehe, dann wird Charles Damenbart weggemacht. Mhm. Von meinem Friseur. Mein Damenbart-Entferner des Vertrauens. Kannst du dir mal einen eigenen Friseur suchen? Never change a winning system. Das stimmt. Tox Family, heute ist wieder Sonntag. Das war unsere Woche. Wir hoffen sehr, dass unser Vlog euch gefallen hat. Uns macht es total Spaß, euch mitzunehmen. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Also schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt The Tox TV.